Dann möchte ich ihn natürlich herzlich in Itzehoe begrüßen. Und lieber Daniel, es ist gut ein Jahr her, da haben wir hier bei ähnlichen Temperaturen gestanden. Es war nicht ganz so heiß und es war auch April. Vor 3 Wochen haben wir noch Schnee gehabt hier bei uns in der Region, bei euch wahrscheinlich auch. Also Ostern verschneit, wir konnten gar nichts machen. Aber jetzt läuft der Kommunalwahlkampf auf Hochtouren und wir haben nicht mehr allzu lange Zeit bis zum 6. Mai. Deswegen sind wir nicht nur heiß und gespannt, wie das Ergebnis ausgehen wird, sondern wir sind dankbar, dass du heute hier bist, uns die Ehre gibst. Und wenn das am Ende dann zu dem Ergebnis führen sollte, wie im letzten Jahr zur Landtagswahl, dann wären wir alle sehr, sehr froh. Ich freue mich ganz besonders, dass meine Kollegen aus dem Bundestag, lieber Marc, mein Kollege, also Marc Helfrich, mein Kollege Hans-Jörn Arp aus dem Landtag, unser Bürgervorsteher Heinz Kühlke natürlich, der Kreispräsident und der Spitzenkandidat hier zur Kommunalwahl, Peter Labendowitz, der Vorsitzende hier vor Ort, Dr. Markus Müller und all die Kandidaten und Abgeordneten aus dem Kreisparlament, der Fraktionsvorsitzende aus Itzehoe, Ralf. Alle hier sind sehr viel Interessierte. Wir machen Kommunalwahlkampf und dazu brauchen wir nicht nur schönes Wetter, dazu brauchen wir auch die Gelegenheit, irgendwo auftreten zu können. Warum hier? Weil hier viele Leute sind, viele Interessierte und sich alle sehr, sehr freuen, dass der Ministerpräsident uns die Ehre gibt und natürlich auch thematisch wissen wollen, warum er heute so ein ganz hervorragendes Umfrageergebnis eingefahren hat für die Koalition in Kiel und auch für seine Persönlichkeit. Und darüber soll natürlich berichtet werden, deswegen auch ein herzliches Willkommen komplett an die Medien. Landschaft an die nicht nur vor Ort tätige Norddeutsche Rundschau, sondern an die Blogger und an die Welt sogar vertreten, hier ganz international heute aufgestellt. Ja, das ist schon nicht so schlecht, das freut uns wirklich sehr. Und damit will ich es dann auch belassen. Es ist nicht mein Wahlkampf, aber es ist wie in der Ernte, nach der Ernte ist vor der Ernte und nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich als Kreisvorsitzender freue mich, Daniel, und erinnere mich sehr, sehr gern an den Termin hier im letzten Jahr, nicht nur im Edeka-Markt, sondern im Anschluss auch mit dem Format auf der offenen Bühne in Sternform in Berlin-Kusen. Das hat zu dem tollen Ergebnis geführt und dazu geführt, dass nicht nur ich gewählt wurde, sondern dass du gewählt und unser Ministerpräsident geworden bist. Dann soll das auch in der Kommunalwahl so laufen. Wir wollen uns stark aufstellen. Wir haben tolle Bewerber für all die unterschiedlichen Aufgaben in den Kommunalparlamenten, nicht nur im Kreistag, sondern natürlich auch auf Ortsebene, allen voran hier in Itzehoe, unserer Kreisstadt. Du hast das Wort. Herzlichen Dank, dass du da bist und gib uns mal richtigen Input, damit wir am Ende so gute Ergebnisse einfahren wie du im letzten Jahr und heute bei der Umfrage. Herzlichen Dank. Ja, lieber Heiner, lieber Hans-Jörn, lieber Marc Helfrich, Herr Kreispräsident, Herr Bürgervorsteher, Herr Ortsvorsitzender, meine Damen und Herren, ich erinnere mich auch wirklich noch sehr gut daran, dass ich im Landtagswahlkampf hier gewesen bin. Ja, genau diese Situation hatten wir da auch. Da standen wir immer ein bisschen im Weg, aber die Kollegen der Polizei regeln das jetzt. Läuft alles. Als ich da war, lagen wir in den Umfragen 6 Prozentpunkte hinten. Und nachdem wir den Stand hier durchgeführt haben, lagen wir in der nächsten Umfrage 2 Prozent vorne. Also brauchen wir jetzt dieses Mal nicht zu schaffen. Wir liegen ja in den Umfragen nicht hinten, wie wir heute gesehen haben, sondern wir liegen im Moment vorne. Das ist, finde ich, auch, macht zumindest Rückenwind im Wahlkampf, hat man auch richtig Lust zu. Und ich weiß tatsächlich, dass das Wetter wirklich genauso schön war wie beim letzten Mal. Das war so das Gefühl, der erste richtig schöne Tag ist es ja jetzt nicht ganz. Also die Woche ist ja schon ganz ordentlich, aber ich bin trotz alledem bei dem fröhlichen, schönen Wetter sehr, sehr gerne hierher gekommen, um mit Ihnen über die Kommunalwahl zu sprechen, aber überhaupt ins Gespräch zu kommen. Deswegen in meinem Zettel stand, ich soll eine Viertelstunde reden. Das will ich nicht ganz einhalten, sondern lieber die Gelegenheit nutzen, auch nochmal das ein oder andere Wort mit Ihnen zu wechseln. Denn wenn ich Ihnen eine Viertelstunde was erzähle, erfahre ich von Ihnen so wenig. Und das ist meistens nicht der Sinn von Wahlkampf, sondern wir wollen ja genau das umgekehrt auch machen, miteinander zu sprechen. Und wir wissen seit der Umfrage, dass die Menschen sich bei diesem Mal mehr für Kommunalwahl interessieren als beim letzten Mal. Ich finde, das ist schon ein gutes Ergebnis. Aber ich finde, es ist immer noch ein Tick zu wenig. Ich glaube, dass wir alle gut daran tun, dass wir möglichst viel auf die Kommunalwahl hinweisen.
Denn es gibt ja eigentlich nichts Wichtigeres, als mitzubestimmen, wie das persönliche Lebensumfeld sich weiterentwickelt. Und genau das ist ja der Sinn der Kommunalwahl, dass genau man eben weiß, wenn hier in Itzehoe gewählt wird, dann möchte ich auch mitbestimmen darüber, wie sich diese Stadt auch in der Zukunft entwickelt. Und so ist es eben bei jeder einzelnen Gemeinde auch. Und es macht auch deswegen so viel Spaß, dafür zu werben, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass Kommunalpolitiker das ehrenamtlich machen. Nicht? Wir, die hier vorne stehen, bekommen Geld für das, was wir tun. Aber der Hauptteil der politisch Tätigen sind alles Kommunalpolitiker, die, wenn überhaupt, eine Aufwandsentschädigung bekommen, aber ansonsten ihre Freizeit auch dafür opfern, sich wirklich für die Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Und das gerät manchmal in Vergessenheit. Und insbesondere, wenn man so sieht, wie teilweise auch Kommunalpolitiker unter Druck gesetzt werden, finde ich, muss man auch immer wieder daran appellieren, dass Menschen schon daran denken sollten, dass die das wirklich alle wie Abend für Abend um die Ohren schlagen, um sich für Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Und deswegen finde ich, all diejenigen, die jetzt nicht für die Kommunalwahl kandidieren, sondern einfach hier sind, die dürfen jetzt auch mal kräftig für die Kommunalpolitiker klatschen, dass die sich auch in den Dienst der Allgemeinheit bringen. Wir dürfen da übrigens auch gerne positiv drüber reden. Den Appell will ich auch immer gerne geben. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, die sich politisch engagieren, manchmal auch nicht, ich sag mal, fröhlich genug durchs Leben laufen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis unseres Erfolges hier in Schleswig-Holstein, dass wir Politik einen Tick fröhlicher machen. Nicht nur als Jamaika. Der Koalition, sondern insgesamt. Und ich glaube, bei allen Problemen, die wir in unserem Land haben, sie werden ja nicht dadurch besser, dass man sie mit Sorgenfalten auf der Stirn beschreibt, sondern ich glaube, Menschen wollen auch am Ende optimistische Menschen, die in der Politik tätig sind. Und ich glaube, wir können da von allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch lernen. Nicht? Wer sich ehrenamtlich im DRK engagiert, wer einen Betrieb hat, und dann morgens losgeht und zu seinen Leuten sagt, habt ihr auch so wenig Lust wie ich? Ist doch alles furchtbar und schwer. Da begeistert man auch überhaupt keinen. Und genauso, wenn wir den Menschen sagen, man kann heutzutage niemanden mehr für Politik begeistern, nicht mehr dafür begeistern, in der Partei einzutreten, nicht mehr dafür begeistern, in die Kommunalpolitik zu gehen. Ich glaube, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube, wir müssen die Menschen fröhlicher ansprechen. Nicht? Wenn ich so erlebe, also erstmal glaube ich, dass man Frauen anders ansprechen muss als Männer. Die Werbung will ich dann doch immer machen. Ich setze mich ja sehr dafür ein, dass Frauen zur Hälfte auch an der Macht beteiligt werden. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn wir... Genau. Ja, drei Leute haben geklatscht. Das ist so in der CDU, da haben wir nicht genug Frauen. Aber wir müssen einfach lernen, dass wir die anders ansprechen müssen. Auch zur Kommunalwahl. Ich habe so viele erlebt, die mir gesagt haben, wir haben keine Frauen gefunden und deswegen stehen auf unserer Liste nur Männer. Dann sage ich immer, Mensch, habt ihr denn mal ein bisschen mit denen gesprochen? Ja, ich habe mal gefragt, aber die hat dann gesagt, sie muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken und dann habe ich auch nichts wieder gehört. Und da muss man eben einfach wissen, dass Frauen anders ticken als Männer. Wenn sie einen Mann ansprechen, ob er Lust hat, was zu machen, dann sagt er ja, worum geht's? Und bei Frauen ist es halt so, ich muss wirklich darüber nachdenken, kann ich das wirklich schaffen? Ich habe einen Beruf nebenbei, ich muss mich um die Kinder kümmern, schaffe ich das überhaupt? Und deswegen glaube ich, brauchen wir eine andere Ansprache, aber insgesamt auch, indem wir positiv über Ehrenamt auch reden. Es macht wenig Sinn, wenn ich zu Heiner Rickers sage, Mensch Heiner, ich bin in der Kommunalpolitik tätig, das ist echt anstrengend. Ich bin wirklich jeden Abend unterwegs. Hast du nicht Lust mitzumachen? Was würdest du darauf sagen? Ich würde sagen ja, weil ich gerne unterwegs bin. Heiner ist auch ein denkbar schlechtes Beispiel. Aber ganz im Ernst, genauso ist das eben manchmal. Und in Wahrheit ist es so, Sie können mir, oder laufen Sie mal rum und zeigen Sie mir irgendeinen Kommunalpolitiker, dem das nicht Spaß macht, dass er Kommunalpolitik macht. Den werden Sie definitiv nicht finden. Den werden Sie definitiv nicht finden. Das macht denen allen Spaß. Und deswegen bitte ich Sie herzlich darum, um Ihnen diesen Spaß auch zurückzugeben, dass Sie möglichst zahlreich von dem Wahlrecht Gebrauch machen. Wir versuchen als Koalition unser Möglichstes, unser Land voranzubringen. Ich glaube, dass wir da auch ein paar gute Schritte vorangekommen sind, seitdem wir in Regierungsverantwortung sind. Ich glaube, wir machen Politik auch ein bisschen anders, als man das früher gewohnt gewesen ist. Wir werden etwas respektvoller im Umgang miteinander. Wir akzeptieren auch, dass Parteien, mit denen wir zusammen in der Koalition sind, auch Stärken haben, die wir vielleicht nicht haben. Deswegen haben wir uns darum bemüht, einen Koalitionsvertrag zu machen, wo jede Partei sich auch wiederfindet. Wir haben auch den anderen mal Erfolge gegönnt. Denn wenn Sie 5 Jahre Schleswig-Holstein regieren,
und Sie haben in allen Themen nur Minimalkompromisse, dann hat keiner so richtig Lust dafür zu brennen. Sondern wir brauchen unsere Themen, für die wir brennen, im Bildungsbereich, G9 umgesetzt. Im Bereich Windkraft haben wir uns dafür eingesetzt, dass wir jetzt endlich mal diesen Überschussstrom in Schleswig-Holstein abbauen, bevor wir weitere Windeignungsflächen auch ausweisen. Wir haben gesagt, wir erhöhen die Abstände, das haben wir in der Koalition durchgesetzt. Und wir haben gesagt, wir wollen in unserem Land endlich wieder investieren. Mehr Straßenbau, das setzen wir jetzt alles um. Wir haben zum ersten Mal über 1 Milliarde Euro an Investitionen im Haushalt eingestellt. Eine Quote von 10% in Schleswig-Holstein. Das hat keine Regierung vorher hinbekommen. Wir haben es schon im ersten Haushaltsjahr sichergestellt. Und das sind, glaube ich, Erfolge, die wir richtig gut verkaufen können. Da blüht das Herz des Verkehrsexperten Hans-Jörn Arp natürlich auch, wenn ich über Verkehrspolitik rede. Aber ansonsten wird er mir zu groß, wenn ich da jetzt zu lange drüber rede. Aber ich glaube, dass wir uns damit schon sehen lassen können. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, freue mich auf spannende Gespräche und wünsche mir, dass das Wetter jetzt so bleibt. Wir haben im Kabinett am Dienstag einen wegweisenden Beschluss gefasst. Am Dienstag haben mehrere wegweisende Beschlüsse, aber ein Beschluss war, dass wir gesagt haben, seitdem Jamaika in Schleswig-Holstein regiert, ist das Wetter deutlich schlechter geworden. Das ist wirklich so. Sie können sich das genau angucken. 28. Juni bin ich Ministerpräsident geworden. Kieler Woche war super Wetter in diesem Jahr. Wann hat man das mal gehabt? Und ab dem 28. Juni war das Wetter in Schleswig-Holstein wirklich schlecht. Und deswegen haben wir am Dienstag gesagt, Robert Habeck hatte bisher die Zuständigkeit für Wetter. Das hat er an mich abgegeben und Sie sehen das Ergebnis. Manchmal trifft man auch gute Entscheidungen. Also von daher freue ich mich auf einen schönen Tag mit Ihnen. Ein richtig frischer Wind durch dieses Land, der wesentlich getragen wird von Jamaika. Wir sind sehr froh, dass wir im Kreis Steinburg in Itzehoe diesen Schwung mit in die Kommunalwahl nehmen. Und manchmal zeigen sich auch schon erste Ergebnisse, zum Beispiel bei dem, was Sie eben über Frauen in der Politik gesagt haben. Wir sind stolz hier in Itzehoe, dass wir tatsächlich jeden dritten Platz bei den Direktmandaten auf der Liste mit einer Frau haben besetzen können. 50% streben wir an, aber ein Drittel, finde ich, ist schon mehr als ein guter Anfang. Ja, da darf man gerne klatschen, danke. Und bevor wir nun, würde ich sagen, in den Nahkampf übergehen, darf ich mich ganz herzlich nochmal bedanken im Namen meines Ortsverbandes, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich tue das, wer mich kennt, der weiß das sehr gerne, mit einer oder mehreren Flaschen Wein. Den hat ein Namensvetter, leider nicht verwandt oder verschwägert, von mir abgefüllt, kommt von der Mosel und glaube ich, wird über das Wochenende möglicherweise auch bei der Entspannung helfen, auf der Terrasse, wenn das Wetter hält. Also vielen herzlichen Dank.